Eine neue Tour, ein neuer Crab Dance. Das ist kein neuer Crab Dance, das ist der gleiche wie immer. Okay. Und unser Smooth heißt Fischkorb, ein legendärer Mann, der richtig klasse saufen, dafür gar nicht kochen kann. Es riecht aus der Kombüse so, als mische er da Gift. Selbst die Ratschen verlassen das stinkende Schiff. Es gibt nur Morgengift im Trockenfisch. Es geht los, ich bin richtig, richtig aufgeregt. Ja, richtig. Ich muss vielleicht dazu sagen, irgendwie ist, ich schütte jetzt einmal kurz im Tourtagebuch mein Herz aus und dir damit gleich mit. Subway to Sally war so die Band, über die ich so in diese ganze Folk-Szene reingekommen bin. Mit irgendwie, keine Ahnung, wie alt ich war, 16 oder 17. Da waren die auf ihrer Herzblut-Tour. Und das war das erste Konzert tatsächlich, was ich jemals selber bezahlt habe, was ich dann gesehen habe. Und ich war irgendwie hin und weg. Und Subway to Sally machen jetzt keinen klassischen Folk in dem Sinne, aber ich sag mal Musik mit historischen Instrumenten mit drin. Und ich war lange Zeit ein richtig großer Fan von denen, bin es eigentlich bis heute. Und jetzt mit denen zusammen auf einer Bühne zu stehen, da schließt sich für mich einfach so ein Kreis, weißt du? Ja, ist so gut. Da freue ich mich, weil da ist so ein bisschen, da kommt so meine Pubertät nochmal wieder hoch. Oh, oh, oh. 4523 Kilometer haben wir vor uns. Das sind 60,29 Stunden Fahrzeit. Ja, das ist schon sehr optimistisch, aber. Bring mich nach Booty Island, wo der Schnaps in Strömen fließt. Bring mich nach Booty Island, ins Piratenparadies. Bring mich nach Booty Island, wo die Sonne scheint, auch wenn es dunkel ist. Dieses Level in einem Rutsch durchgeschafft. Das ist vielleicht den Balken verfehlt. Der Balken hat mich verfehlt. Ihr seht, wir sind bereits dabei, uns auf die wunderschöne Weihnachtstour auf. Ahoi Internet, hier ist Baptiste Berlinger und das hier ist Last Planner Super Mario Land. So sieht das aus. Scheiß auf Weihnachten. Ich bin beim Endboss. Und oh mein Gott. Ich kenne es noch, der heißt Tatanga, das weiß ich. Ist das nicht Bowser? Nein. Scheiß Super Mario, wo da gab's Bowser noch gar nicht. Das ist das erste, zumindest für ein. So, geschafft. So sieht das nämlich aus. In 10 Sekunden habe ich den platt gemacht. Das möchte ich einmal festgehalten haben. Da fliege ich jetzt einfach like a boss mit meinem Flugzeug aus dem Bild raus. Wenn es dunkel ist, Kurs gesetzt und Segel gehisst. Scheiße, das Ding war doch eben noch nicht da. Jetzt bin ich plötzlich Vierter. Leck mich fett. Weg, ihr. Ich mach euch tot. Wer hat denn hier die ganze Fläche mit so Feuerbällen tapeziert? Die ganze. Auf Kuba und auf Martinique. Da gilt ein Vollbart nicht als schick. Du kommst im Knast auf Haiti. Ich bin leider zu spät auf den Gedanken gekommen, aber Eike hat gerade unseren amtierenden Champion Mr. Hurley bei Mario Kart. So ist das. Komplett erniedrigt. Vernichtet. Aber ich bin nüchtern gefahren. Ahoi Internet, nach einem kurzen Tag Pause, wo wir an Heiligabend zu Hause mit unseren Familien waren, geht es jetzt wieder auf Tour. Heute haben wir zwar noch selber keinen Auftritt, aber heute machen wir unsere kleine Band-Weihnachtsfeier sozusagen. Wir sind in Osterholz-Scharmbeck angekommen, wo unsere guten Freunde von Afterburner spielen. Ihr jährliches Weihnachtskonzert Burning Christmas. Und das ist quasi unsere Firmenweihnachtsfeier sozusagen. Wollen wir mal reingucken? Würde ich sagen, oder? Geliefert. Großartige Band. Ich glaube jetzt das vierte Burning Christmas, das wir angeschaut haben. Jedes Mal wieder großartig. Welche Stadt im schönen Hessen darf der Gerd noch nicht vergessen? Frankfurt. Richtig!
dass das Land ja gar nicht schwankt. Ich bin völlig überfordert. Links und rechts, ich find nicht rein. Ich kenn nur Backbord und Steuerbord, Luf und Schlee. An diesem jämmerlichen Zustand muss doch was zu ändern sein. Also trinken wir noch einen, bis die Welt sich um uns dreht. Bis dann auch der letzte Seemann nur noch unter mir steht. Und vermisst du auch Gedanken, wie sie wackeln und vibrieren? Musst du tanzen, um das Meer zu simulieren? Dann musst du tanzen, um das Meer zu simulieren. Junge, hab ich meine Seele verkauft für ne große Buddel rum mit 3x'en darauf. Ich will nur kurz dran nippen, da passiert mir ein Malheur. Der Korken fällt mir über Bord, die Flasche muss leer. Ich bin blau wie das Meer, voll wie unser Laderaum, breit so wie die Ärsche von den Weibern auf Tortuga. Ich bin blau wie das Meer, geladen wie ein Bordgeschütz und dichter als der Nebel von Capone. Der Schiffsarzt sagt mir jeden Tag, ich tränke zu viel rum. Er backt um meine Leber, appelliert an die Vernunft. Doch wer für uns das Wasser zum Trinken gedacht, hätte Gott den Ozean nicht salzig gemacht. Ich bin blau wie das Meer. Versprechen viel und halten alles. Danke. So, war ein ganz schöner Abend. Ich glaube, ich habe heute zum 5. oder 6. Mal Mr. Hörn und die Pulveraffen von vorne gesehen. Es war eine große Freude. Inzwischen kann ich fast den Text von wie? Blau? Blau wie das Meer. Halt. Blau wie das Meer auswendig. Das ist ja schon geklappt. Ich nähere mich dem an. Ich danke euch, aber nicht explizit, sondern danke allen, die beteiligt sind. Technikern und Musikern und Publikum. Erik Fisch. Hier ist Simon von Subway to Sally und ich muss sagen, wir waren heute in Bremen und da sieht es jetzt im Moment so aus. Dem voraus ging eine rauschende Party dank dem Pulveraffen. Die waren nämlich sensationell heute Abend. Wie jeden Abend auf dieser Tour.
Was soll ich sagen? Es war sehr, sehr lustig, gerade heute zum Schluss, wo ich nun komplett als Pirat gemorpht bin. Macht Spaß mit den Nerds. Wir shanghaien dich noch.